Ja, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Last Epoch hier auf diesem Kanal. Wir machen fast nahtlos weiter, wo wir ja mit der letzten Folge aufgehört haben. Wir spielen natürlich weiter mit dem Licht. Ihr könnt sehen, aktuell habe ich drei Charaktere, die ich spiele. Den Schamanen kennen wir schon, gab es ein Bildvideo. Dann habe ich jetzt hier den Licht und auch noch einen Paladin, den ich sogar vor dem Licht gespielt habe. Allerdings macht mir der Licht momentan etwas mehr Spaß, beziehungsweise der Akolyt. Ja, und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß wieder mit dieser Folge. Heute wahrscheinlich etwas länger als, ja, 16 Minuten wie im letzten Video. Hoffe ich. So, jetzt müssen wir auf die Connection warten hier. So, also punktetechnisch hat sich natürlich jetzt aktuell noch nicht sehr viel verändert, logischerweise. Weil wir, wie gesagt, fast nahtlos an der Stelle weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich glaube, ein Level-Up habe ich seitdem schon wieder gespielt. Deswegen hat es jetzt aktuell erstmal keinen Sinn, auf die Punkteverteilung nochmal zu schauen, beziehungsweise waren es wahrscheinlich auch schon zwei oder drei Level wieder. Aber das ist jetzt nicht so relevant, dass man da jetzt, wie gesagt, nochmal die Punkteverteilung aufrufen müsste. Das hatten wir ja im letzten Video schon mal ganz kurz. So dass wir heute einfach mal weitermachen. So, mal schauen, wo wir jetzt hingeportet werden. Okay, sind wir hier unten. Alles klar. Ja, ich habe noch immer meinen Golem dabei. Ihr wisst ja, den mag ich einfach ganz gern. Der macht enorm viel Schaden, ja, Kollege. Ich glaube sogar, dass ich noch hätte hier unten weitermachen müssen erstmal. Wir müssen gleich nochmal zurückschauen. So, die Shards nehmen wir natürlich alle mit. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Mein Golem sollte eigentlich größentechnisch etwas, eine gewaltigere Erscheinung sein als bisher. Den habe ich mit einem Skillpunkt versehen, wo der praktisch etwas größer wird. Weiß gar nicht, ob man das jetzt so wahrnimmt. Vielleicht, wenn man sich die letzte Folge nochmal im Vergleich anschaut. Ja, ansonsten, ihr könnt jetzt beispielsweise schon auf dem Gegner sehen, hier eine Menge Dots, die da arbeiten aktuell. Habe also da bildtechnisch nochmal etwas rumprobiert, bevor ich dann auf die 50 gehe, dass ich dann wirklich weiß, wie ich diesen Bild hier baue. Ja, und wie ihr natürlich sehen könnt, geht sehr, sehr gut hier. Die ganze Geschichte. Ich hoffe, das bleibt natürlich auch noch so Richtung Endgame. Bin schon aktuell sehr zufrieden eigentlich hier mit dem Charakter, so wie ich ihn baue. Allein schon dieser Spirit Lag Dot, den ich hier habe, der macht schon richtig guten Schaden. Single Target bezogen natürlich. So, haben wir gleich den Wegpunkt schon mal gesichert. Das ist sehr gut. Kommen wir dahin. Ich habe noch einen Bereich hier unten, da weiß ich noch gar nicht, wie ich hinkomme. Ich hoffe, dass ich da nicht jetzt irgendwie schon was verschwitzt habe, dass ich diese Nebenquest noch fertig bekomme. Aber das werden wir ja dann sehen. Ja, also ich weiß nicht, wie das ihr dazu sagt, aber es sieht doch schon mal ganz manierlich aus hier, denke ich. So, dann haben wir den nächsten Punkt für den Golem. Punkteverteilung wie immer natürlich, kennt ihr schon.
dann nach dieser Folge wieder. Oh, komm nicht weg. Ja, also wenn ich natürlich relativ nah am Gegner stehe, immer der Nachteil, dass mein Lebensbalken halt ordentlich am Arbeiten ist. Ja, schon in der letzten Folge festgestellt, oder in den letzten beiden Folgen, möchte ich meinen. Wir können gleich nochmal schauen, wie ich aktuell resistenzentechnisch aufgestellt bin. Da gibt es natürlich noch ordentlich Luft nach oben, meine ich. Ja, also Physik habe ich aktuell noch gar keine Resistenz, ansonsten, ja, angefangen aufzubauen, könnte man sagen. Kommt dann alles noch im Laufe der Zeit. Hab jetzt am Anfang etwas mehr Wert erstmal auf dem reinen Schaden gelegt als auf die Resistenzen, dass ich natürlich auch entsprechend dann erstmal durch die Story gut und bequem durchkomme. Dann später Richtung Endgame, ja, werde ich natürlich auch noch mehr Fokus auf die Resistenzen legen. So, gehen wir in den nächsten Bereich. Right. I'm willing to tell you there should be some aqueducts up ahead. Let's be clear. Na, jetzt wird's wieder etwas dunkler hier, das heißt unsere Attacken sollten dann optisch wieder etwas mehr zur Geltung kommen. In diesen Wüstenbereichen oder sandigen Bereichen ist es halt immer so, dass man gar nicht so viel von den Skills sieht, optisch bezogen. Immer ein bisschen schade eigentlich. Ja, aber ihr seht schon, geht wirklich butterweich hier alles. Hat der Golem den nächsten Punkt bekommen? Haben wir am Sound gehört. Hätte gar nicht gedacht, dass der Licht tatsächlich so viel Spaß macht. Hatte ja schon mal, wie gesagt, vor längerer Zeit einen Akolyten gespielt, den ich dann eher so in Richtung Pets geskillt habe. Und dann auch natürlich in dem Bereich Necromancer spezialisiert hatte. Gibt ja noch diese Lichtform, wo haben wir sie? Hier diese Reaper-Form. Ja, die ich tatsächlich gar nicht so stark finde. Die habe ich dann relativ schnell wieder verworfen. Ja, bei dem Helm ist es tatsächlich so, da habe ich einen, der 30% Increased Spell Damage drauf hat. Nie wieder so einen Helm gefunden, den habe ich relativ zeitig schon eigentlich bekommen. Alle anderen dieser Art, die ich gefunden habe, tatsächlich immer sehr viel schlechter von den Stats her.
Movement Speed ist nie verkehrt. Ich bewege mich zwar schon relativ schnell, möchte ich meinen, aber geht tatsächlich immer noch ein bisschen mehr. Einfach um da schneller über die Maps zu kommen. Und mit dem entsprechenden Gear später. Ja, denke ich, sollte das Ganze dann natürlich noch besser werden. Sortieren. Ja, und wenn ihr wissen wollen würdet, wie meine Punkte momentan so verteilt sind, dann schaut einfach mal in die letzte Folge rein. Die verlinke ich euch natürlich nochmal entsprechend in der Infobox oben. Da haben wir nochmal auf die Punkteverteilung geschaut. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz schnell zurück hier. In die Council Chambers. Verkaufen mal den ganzen Krempel, den wir nicht brauchen. Und ich kann das mal alles weg. Oh, warte mal, stopp den Ring vielleicht noch nicht. Ja, aber eigentlich finde ich dann auch noch mal entsprechend bessere Sachen irgendwann. Ja, ihr könnt ja schon mal sehen, wie das Ganze bei mir aktuell so aussieht. Schon einiges an Zeug gefunden, habe das schon mal versucht ein bisschen zu sortieren. In die Idols, die Set-Items, habe ich tatsächlich auch schon so ein paar Sachen gefunden. Den Gürtel trage ich aktuell. Habe hier noch so ein Einhand-Stäbchen und ein Amulett. Und ein Relikt unter meine ganzen Legendaries. Und da versuche ich momentan so ein bisschen schon mal zu sortieren. Habe auch schon zwei Dungeon Keys, die ich noch nicht genutzt habe. Habe jetzt allerdings in den Skillbaum den Golem noch mit aufgenommen. Hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Beim Start des Videos, dass ich ja den Golem mit Skillpunkten versehen habe, um ihn etwas größer zu machen, somit auch mehr Schaden zu verursachen. Heißt also, aktuell habe ich jetzt den Golem, wie gesagt, in den Skillbaum mit aufgenommen. Weil ich ja tatsächlich noch einen Slot frei hatte und ich mich noch nicht entscheiden konnte, was und wen ich da aufnehme. Hab lange überlegt, vor dieser Folge hier, ob ich nicht doch vielleicht den Infernal Shade Skill reinsetze. Oder den Golem, war mir immer nicht sicher. Hab mir die Skillbäume nochmal angeschaut, was macht am meisten tatsächlich Sinn. Und hab mich dann für den Golem entschieden. Denke, war eine ganz gute Entscheidung. Einen Slot habe ich ja, glaube ich, dann noch. Da werde ich dann sicherlich den Infernal Shade mit reinnehmen, insofern ich ihn natürlich noch für den Bild dann auch nutze. Das ist natürlich immer vorausgesetzt.
Uiuiui. Einfach mal wiederbelebt, der Kollege. Ich glaube, da sollte auch gleich das nächste Level abkommen. So, ich hoffe, ich laufe jetzt richtig. Der Seelenschinder. Zack, und so schnell sind da etwas größere Gegner runtergehauen. Den ganzen Dots, die ich jetzt natürlich am Gegner verursache, geht es dann einfach noch sehr viel schneller. Schon verrückt irgendwie. Ja, und wenn ihr natürlich vielleicht eine andere bestimmte Klasse oder Spezialisierung mal sehen wollt, dann könnt ihr das vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Oder nicht vielleicht, sondern ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Ich kann ja mal schauen, ob wir dann da entsprechend vielleicht was machen können. Ja, wenn ihr vielleicht einfach noch eine andere Klasse sehen wollen würdet. Genau im falschen Moment reingelaufen. Dann, ja, wie gesagt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ich schaue dann mal, was wir da machen können. Wenn ihr vielleicht noch keine Idee habt oder vielleicht was Bestimmtes erst sehen möchtet, bevor ihr euch dafür entscheidet, dann können wir das gerne uns hier einfach mal anschauen. Wie gesagt, dafür einfach mal in die Kommentare schreiben. Dann können wir das gerne machen. Zweites Mal passiert mir das nicht, dass ich hier in diesen Hammer reinlaufe. Naja, 50 Gold lassen wir natürlich nicht liegen. Hier vermisse ich schon so ein Pad, ja, was mir ein bisschen Gold aufsammelt. Wenn man solche Funktionen mal in irgendwelchen Spielen hatte, gibt es so bestimmte Dinge, die ich dann schon irgendwie vermisse. Ja, diese Steinschleuder, ne? Diese Typen, die sind schon ganz schön hartnäckig. Wie wir gerade sehen können.
wither before me. Trotzdem immer noch mein Helm besser, tatsächlich. Wie gesagt, diese Folge lassen wir mal etwas länger laufen. Damit ihr einfach auch mal länger was sehen könnt. Wenn ich jetzt natürlich punktetechnisch nichts verteile, trotzdem einfach mal zu sehen, wie geht's noch weiter. Schon wieder volle Taschen, ja. Ich muss mir unbedingt mal einen Lootfilter entweder basteln oder zulegen, dass ich einfach mal Klamotten, Items besser filtern kann. Dass mir ja nicht immer alles angezeigt wird. Ja, wenn die Gegner dann so 9 oder 10 Gift-Dots mit drauf haben, dann kriegen die schon ordentlich Damage hier. So sieht das Ganze aus. Ja, können wir schon mal was abgeben. Die Council Chambers. Da gehen wir wieder hin. Ich hätte es auch hier verkaufen können, aber ich habe immer so mein Fleckchen, wo ich mich hinporte. Hier leider schlechter wie mein Item. Naja, bei den Handschuhen können wir vielleicht mal gucken. Das würde ich kaputt machen wegen dem Necrotic Damage. Die versuche ich mir mal auszubauen, eventuell. Mache ich kaputt. Oh. Ja, wenn das hier anstatt Void natürlich Necrotic Damage gewesen wäre, ja. Schade, schade. Dann wäre es der perfekte Stab gewesen, könnte man fast sagen. So, also, das wollten wir kaputt machen, wegen den Shards. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal auch an dieser Stelle wieder für diese Folge. Ja, ihr habt wieder mal ein bisschen Einblick gewinnen können. Jetzt werde ich mal schauen, dass ich meine Skillpunkte, die ich bekommen habe, entsprechend verteile. Bin jetzt aktuell Level 40, das heißt ein oder zwei Folgen sollte es bestimmt noch geben bis zum Bildvideo. Ja, wenn ich dann 50 erreicht habe, dann werde ich euch ein entsprechendes Bildvideo präsentieren von diesem Licht bzw. Akolyten, den ich hier spiele. Und ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, drückt zum einen den Daumen nach oben, lasst mal ein Abo da für meinen Kanal, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr noch andere Klassen sehen möchtet, wenn es mich dann anspricht. Können wir das gerne uns anschauen? Nein, Spaß beiseite. Ihr wisst, wie ich es meine. Ja, ansonsten, wie immer, sage ich danke fürs Reinschauen. Wünsche noch ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.